Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Surrender Minecraft. Ich starte außerhalb des Häuschens, weil ich gerade schon mal eine Aufnahme gemacht habe und das Ganze abgeschmiert ist. Ich hoffe, dass es jetzt flüssiger laufen wird. Ich habe hier kurz ein bisschen was vom Feld abgeerntet, das ich noch nicht kannte. Habe hier die Hühner kennengelernt und habe hier so ein Steak verbraten und war gerade in diese Richtung unterwegs. Wobei ich jetzt gerade überlege, was ich eigentlich machen könnte. Wir schauen mal, wir haben auch schönes Holz. Ja. Schauen wir mal rein. Ach wo, eine Katze. Sehr schön. Was haben wir im Ofen? Nix. Kiste. Ein frisches Schwert, eine schönere Axt. Axt. Nehmen wir doch die Saplings. Und Dahau, warum auch immer wir die aus Eisen haben. Und es wird Nacht. Deswegen mache ich jetzt trotzdem gerade noch das hier fertig. Weil 2 mal 6, das passt doch. Und jetzt können wir nämlich ins Bettchen. Wir haben eine Katze hier drin. Das Grafikpack, was ich hier benutze, ist übrigens, falls sich irgendwer wundert, es kommt natürlich bekannt vor, aber es ist weder Miser noch ist es Minecraft. Das ist ein Pack, was ich mir selbst zusammengemixt habe aus beiden Packs. Joa, was machen wir denn? Was machen wir denn? Außerdem ist das hier vertauscht. Ich wäre dafür, kräftig Holz sammeln zu gehen. Ja. Na gut, was soll ich denn jetzt noch so reden? Es ist jetzt schon der nächste Versuch von vielen. Ich habe ja schon einmal die Karte gehabt, bevor die jetzt jemand vor mir bekommen hat. Ich habe jetzt leider den Namen schon wieder vergessen. Das schaue ich mir dann noch an. Oh, und ich habe vergessen, die Musik auszumachen. Dafür machen wir die Geräusche mal ein bisschen an. Falls ihr das überhaupt hört, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, mir ist Java, weil ich es nicht abgedatet habe, ein paar Mal abgeschmiert. Sehr unpraktisch. Da hinten sind Bäume, die human groß aussehen. Lauf! Ja, okay, aber das kann ja nicht alles gewesen sein, was die gemacht haben. Haben die vielleicht ein paar Minen besucht? Ich meine. Ich meine, das bisschen, was ich hier habe, dreimal auf Holz geklopft. Ja, herzlichen Dank. Ja, Minecraft musste ich auch ein paar Mal neu installieren. Aber, na, will ich. Aber dementsprechend werden wir jetzt hier noch ein paar Tutorial-Dinger bekommen, hier diese Errungenschaften. Wenn ich das erste Mal im Ofen brenne. Ja. So, und es ist auch geplant, bald mal wieder ein Let's Show Minecraft zu machen. Von meiner Seite. The Obsessor. Denn ich möchte meine Pyramide eventuell zeigen. Oder ich verschiebe die Pyramide und mache das tatsächlich wie geplant mal als interaktives Video. Wer kennt den, wenn man den Tippexperten kennt oder ja, oder generell so Videos, wo man dann halt sagen muss, hier klicke ich weiter dann zu dem Video. Werde ich das so machen, dass ich, sagen wir mal, einen Gang habe und den runterlaufe und wenn man den dann lang gehen will, klickt man halt auf ein Video, wo man da lang geht. Und irgendwann kann man dann die Grabkammer vielleicht finden. Ist ein nettes kleines Spiel, aber ist halt nicht einfach so realisierbar. Das muss man schon machen, wenn man sehr viel Zeit hat. Und die habe ich im Moment nicht. Aber es gibt noch so viel andere Sachen, die man machen kann. So.
direkt nachpflanzen. Wir sind ja keine Raubbauer. Aber ich habe eine super Idee. Hey Mumu, komm mit. Nehmen wir Elsa die Kuh mit. Na, kommst du mit? Kommst du mit? Und ich hoffe, man hört, ich habe das Fenster auf. Jetzt hat es gerade draußen gehupt. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht. Aber wenn, dann hat es euch auch nicht zu stören. Ist nicht so schlimm. Ihr werdet davon schon nicht sterben. Na, hallo, Getreide. Futter. Jawohl. Komm, 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 komm. So. Hier. Ham, ham. Ham, ham. Danke. Komm mit. Immer diese langsamen Rindviecher. Na gut, die Kuh bleibt hier in der Gegend. Was brauchen wir vielleicht als Begrenzung? Ich baue jetzt kurz einen kleinen... Mautz. Ja, nehmen wir die Länge. Na? Grundpfeiler. Nur, dass die Kuh uns nicht abhaut. Das wäre noch schöner. Dann haben wir sie umsonst hergelockt. So, da. Oh nein, jetzt hüpfen draußen die Schulkinder rum. Nicht, dass es zu laut wird. Ich hätte das nächste Mal mache ich das Fenster besser zu. Hüpp. Klack. Na bitte, die Kuh weiß schon genau, wo sie gleich hin soll. Perfekt. Nein, 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 nein. Ach. Guck mal, Getreide. Ja, brav, brav, brav. Na, Getreide. Guck mal. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal, Punkt, Punkt, Strich. Mal her. Ach, halt doch die Klappe, du Miauzviech. So. Genau. Du bist eine Mo. Oh Mann, ey. Vielleicht sollte ich erstmal die Begrenzung bauen und dann. Und dann die Kuh einfangen. Wo ist die Kuh hin? Da. Natürlich. Ach so, das Pop war ein Ei. Dieses. So, komm. Hier, 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 hier. Nein, du bleibst hier drin. Nein, du bleibst hier. Nein. Muhaha. So, jetzt baue ich erstmal eine Tür. Ja, miau. Oha. Okay, hier drunter ist eine Höhle. So. Tastatur ist schon schwierig. Da ist die Tür. So, da, da. Schon mal einen kleinen Kuhverschlag. Diese Katze nervt. Wir könnten natürlich auch... Hm.
Ich habe da so eine Idee. Wobei. Wir haben. Wir müssen doch irgendwo schon ein bisschen was haben, zumindest. Ich meine, haben wir noch keine Höhenerkundung oder sowas gemacht? Entschuldige, aber diese drei Dinger. So. Dann. Na, so. Dann können wir die hier lassen. Die nehmen wir am besten mit. Dann. Das lassen wir hier. Halt die Klappe, Katze. So, dann das Holz brauchen wir nicht. Die Erde nehmen wir mit. Sip, sip, sip. Sip, 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 sip. Den Apfel sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Genau wie den Steak-Stack. So, hier muss doch irgendwo die Möglichkeit sein, eine kleine Höhle zu finden. Am besten wir schauen einfach mal, ob wir hier irgendwo runtergraben können. Findet sich bestimmt was. Na, so. Einfach mal eine Treppe nach unten. Ups. Zack, 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 zack. Ah. Sieht ja schon sehr erfolgskrönend aus im Moment. Immer weiter. Tack, 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 tack. Tack, 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 tack. Na bitte, ein bisschen Eisen schon mal. Hier schön eine Fackel hin. Hier schön eine Fackel hin. Tack, tack, tack. Immerhin schon 4 Eisen. Eine Ausbeute, sage ich nur. Und weiter. Klack. Tack, 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 tack. Dann. Immer weiter nach unten. Aber irgendwie, in welcher Höhe sind wir denn gerade? Das war die Höhe. Ja, 38, das ist schon. Da. Sonst sind da so viele Höhlen und jetzt finde ich keine. Ich weiß schon nicht mehr, ob wir uns überhaupt hochtrauen können, weil Nacht ist. Oh, Eisen. Oh, Eisen. Oh, Eisen. Ganz viel Eisen. Und schon haben wir 12 Eisen. Perfekt. Welche Höhe? 25. Mann, Mann, Mann. Klack. Tack, 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 tack. Ich spiele ja momentan auch. Oh, Gold, 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 Gold. Ich let's play ja momentan auch Wiggles. Und da muss ich auch viel graben, aber. 3 Gold. Wehe, das nutzt jemand für Werkzeuge. So. Ach, dann gehen wir halt in die Richtung weiter. Tack, tack. Tack. Sei das Gold hier Holz.
Moment, das habe ich irgendwo. Ach genau, in meiner Let's Show-Welt. Nee. Ja, bei Wiggles musst du auch sehr viel graben. Ist teilweise ein richtig langwieriges Spiel, aber ich mag es. Es ist schön, es ist alt, es ist klasse. Höhe 10. Okay, wir sind jetzt in Diamantenhöhe. Ich mache mir noch einen weiter runter. Dass wir weder Redstone noch Diamanten haben, ist für mich nämlich irgendwie sehr traurig. Deswegen möchte ich hier definitiv mal dafür sorgen, dass wir vielleicht wenigstens etwas finden. Und ich meine, ich habe ja genug Eisen gefunden, um die Spitzhacke dann quasi zu ersetzen. Na toll. Ich grabe und finde keine Höhle. Ich meine, jeder stolpert über 10.000 Höhlen, aber ich finde einfach keine. Das ist doch sowas von unfair. Wahrscheinlich grabe ich genau außenrum. Habe ich überhaupt einfach eingestellt? Ja. Ich höre nicht einmal Zombies oder sonstiges. Normalerweise müsste man noch hier Zombies in Kohle. Ja! Ich höre Slime. Aber wo? Moment, geht der Trick noch? Sieht man ihn noch? Schade. Ha. Erstmal ein bisschen Kohle abbauen. Ist ja nicht das Verkehrteste. Komm schon, wo bist du? Das Problem ist, ich höre das nie richtig. Irgendwo hier macht's Plötsch. So, was mache ich jetzt noch? Ich gehe zu einer Hause zurück, werde eine neue Spitzhacke holen und zurückkehren. Dass der Slime dann noch da ist, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Naja, so viel zur Höhlenerkundungstour. Wir mussten uns erst eine bauen, um sie schon erkundet zu haben. Herzlichen Dank dafür. Das ist das Schlimmste, der ganze Weg nach oben. Und ich hasse Zombies. Ich spiele zu selten auf Easy. Zu häufig auf Peaceful. Wenigstens war es nur der Zombie. Was ich gar nicht leiden kann, sind Creeper. So. Erstmal schlafen. So, da. Und wo ist der Ofen? Da. 1, 2, 3, 4. Klack und klack und den Rest können wir uns dann hier hinlegen. Und draußen gucken so Zombies vor sich hin. So Zombies. Komm, ein Eisen. Habe ich überhaupt schon Stickies da?
Nee, das dauert so lang. Zweites Eisen. Ich habe keine Lust, mir Steinspitzhacken zu machen. Das dauert immer so lang. Und drittes Eisen. Sehr gut. Dann bauen wir damit eine Spitzhacke. So, komm, gib. Weg damit. Dann können wir den Apfel essen. So, inzwischen sind alle bösen Viecher weg, oder? Da hinten ist noch ein Skelett, aber das soll mir herzlich egal sein. Auf geht's in die Weiten der Tiefe! La 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 la. Nach unten geht's schneller. La 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 la. Höhle. Okay. Vielleicht sollten wir hier auch noch mal eine Fackel anbringen. Sicher ist sicher. Dann grabe ich mich mal da Richtung weiter. Eisen. Eisen. Ich hasse Zombies. Und Creeper. Eigentlich sind Slimes die einzigen angenehmen Gegner. Ich hasse dieses Zombie-Gestöhne. Das war kein Fehler, aber Fackel, Fackel. Ich habe die ganze Zeit Angst. Schon. Da oben ist dieser Scheißkerl. Diamanten! Redstone! Ui! Da hinten ist mein Durchgang. Machen wir hier das mal so. Dann haben wir schon mal diesen Schatz geborgen. So. Gehen wir mal hier lang. Komm doch. Na gut, der wird da glaube ich erstmal oben bleiben. Vielleicht kommt er runtergesprungen. Oh Gott, das war gar kein Slime. Das war hier Mr. Lava Lava. Aber hier gibt es Eis. Oh, da ist auch was. Ah, Redstone, okay. Das lässt sich verschmerzen. Den braucht man später nicht so häufig. Ein Diamant. Erstmal das Eisen abbauen. Gut, kein Slime, aber dafür eine schöne Höhle.
Okay. Mein Diamant, so. Gold. Also, ich bin momentan der Bodenschatzmeister, glaube ich. Außer es haben alle irgendwas versteckt. Das kann natürlich auch sein. Hier sollte man vielleicht, ja, Tatsache, rüber. Ich kann da drüben ja mal die Kohle abbauen. So. Ohne Höhle, wer hätte es gedacht? Oh, und ich habe da unten fast vergessen. Oder? Nee, Quatsch, da unten war ich noch gar nicht. Hier sollte ich echt aufpassen. Besonders eine einzige Diamanten als Ader. Ist jetzt nicht gerade viel. Gold! Gott, Gollum. Komm doch. Lapis Lazuli. Gold. Gut, hier sollte auch eine Fackel hin. Kohle, Redstone. Schade mit Slimes, da hätte man so viel machen können. Vor allem mit Redstone, Slimes und Sticky Pistons halt. Dann im Endeffekt. Hier, Fackel. Jetzt. Und hier auch. So, Lapis Lazuli, das Eisen noch und dann gehen wir zurück. Nur ein einziges Lapis Lazuli vorkommen. Das ist merkwürdig. Ja, komm, die Kohle hier noch. Und vielleicht was, was wir noch... Wow. Sehr gut. Das war jetzt unfair und unnötig. Ich habe keine Fackeln mehr. Ja, wir gehen zurück. Mann, ich dachte jetzt echt, wir hätten... Da hinten ist noch Gold. Habe ich jetzt noch Panik bekommen. So. Ich spiele auf einem Miniaturserver. Da hätte ich jetzt einfach nur eingegeben /home und wäre dann nach Hause gekommen. Aber hier ist das ja leider nicht möglich.
egal, wir haben einen schön vordefinierten Weg. Und auch wenn es leider kein Slime war, so hatten wir doch einiges, was uns gefallen hat. Sehe ich zumindest so. Ich finde, ich kann nicht klagen. Und ich hoffe, ihr auch nicht. Ich meine, wie viel Gold war das jetzt? 10 Gold, ein Diamanten, ein bisschen mehr Eisen, Redstone. Mal schauen, was die anderen dazu dann sagen. Ja, genau, das werden sie sagen. Hör! Nein, keine Lust zu kämpfen. Wow, absolut keine Lust zu kämpfen. In mein Häuschen und weg hier. Wow. Ich hasse Creeper, ich hasse sie, ich hasse sie. Kannst mir einen Horrorfilm vorlegen und ich gähne. Aber wenn Creeper rumhüpfen... So, lala. 2 Eisenerz fehlen. Schmelzen. So, den Diamanten lege ich mal ab. Das Lapis Lazuli lege ich mal ab. Die Steinaxt kommt wieder rein. Das Getreide auch. Der Weizen auch. Redstone und Eisen mal weg. Kohle, Stein, Stein, Stein. So. Wow! Ich hasse Creeper. Miau. Drei Eier, was soll das denn sein? Aha. So geht's. So. Naja, komm. Klack, klack. Verdammt, da habe ich mich vertan. Das war noch nicht fertig. Und zack. Bisschen ernten noch. Man will ja nicht sagen, dass man gar nichts gemacht hat. Aber ich denke mal, so schön langsam sollte ich vielleicht mal aufhören mit der Aufnahme und den anderen auch noch was Zeit lassen. Nur... irgendwie so. Wenn er schon ein See ist, können wir ihn auch ausnutzen, oder? So, wir haben alles verbraucht. Ich dachte, ich hätte was gehört. Vielleicht auch nur von draußen. So, wir haben Getreide, wir haben Hühner. Ach so, wir sollten vielleicht mal was futtern. Wunderbar. Ich habe eine Idee. Wofür habe ich Kohle mitgebracht? Dieses Holz hier eignet sich hervorragend. So, dann erstmal ein paar Fackeln machen. Den Rest kann man hier wieder wegstecken an Stickies. So. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit der Aufnahme. Da kommen die 16 Eisen, kann ich jetzt... doch, da. Ja, dann würde ich sagen, das wird es mit der Aufnahme gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann werden wir sehen, was die anderen draus machen.
bis dann und tschüss.